Die Problematik des Fachkräftemangels ließ den DRK-Kreisverband Freital e.V. neue Wege gehen und so wurden 2019 8 vietnamesische Azubis willkommen geheißen. Nach bestandenem intensiven Sprachkurs Deutsch haben alle die Ausbildung in der Altenpflege begonnen. Betreut werden sie jeweils in stationären als auch ambulanten Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes Freital. Suong ist eine der Azubis und in der Seniorenwohnanlage an der Jenize beschäftigt. Sie ist mit großen Erwartungen nach Deutschland gekommen. Natürlich habe ich viele Erwartungen, bevor ich nach Deutschland komme. Ich möchte in alten und romantischen Stadt leben und ich möchte viele Freude kennenlernen. Und in meinem Arbeitsplatz gibt es viele gute Fachkräfte, damit kann ich von ihnen studieren. Ich habe an romantischen Orten wie Freital gelebt und in anderen Städten wie Dresden gearbeitet und studiert. Und in meinem Arbeitsplatz gibt es viele gute Leute. Sie sind die Vorbilder, die ich werden möchte. Ja, meine Kolleginnen sind sehr hilfsbereit und sehr nett. Und sie sind auch geduldig, wenn sie mich unterrichten. Und sie sind nicht nur meine Kollegen, sondern auch meine Freunde. Leiterin des Pflegeheimes und damit Betreuerin von Suong ist Carmen Gelbricht. Sie schätzt ihre neue Mitarbeiterin sehr. Ja, wir haben seit letztes Jahr, September 2019, die Suong bei uns in der Einrichtung. Die Suong ist eine vietnamesische Auszubildende, die letztes Jahr nach Deutschland gekommen ist und bisher weder das Land noch die Sprache kannte. Sie hat sich in der kurzen Zeit sehr gut eingelebt. Sie wird bei den Bewohnern und bei den Mitarbeitern sehr gut angenommen. Sie ist sehr einfühlsam, auch die Mitarbeiter gehen sehr einfühlsam mit ihr um und nehmen sich auch hier und da mal 2-3 Minuten mehr Zeit, weil das Erklären ja manchmal doch etwas länger braucht. Ich persönlich mag die Suong sehr, weil sie einfach ein freundliches, nettes, liebevolles Wesen hat. Für den Kreisverband Freital sind die neuen Azubis aus Fernost ganz klar ein Gewinn. Am 30. Januar werden nochmals 10 Azubis aus Vietnam in Dresden eintreffen. Neben den Betreuern des DRK-Kreisverbandes wird Suong die Neuen als Mentorin an die Hand nehmen und ihnen helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden und den Alltag zu meistern. Wenn auch Sie den DRK-Kreisverband Freital kennenlernen möchten, dann besuchen Sie einfach die Messe Karrierestart vom 24. bis 26. Januar 2020. Sie finden den DRK-Kreisverband in Halle 2, Stand B7.